Hallo und willkommen zu einem weiteren astrologischen Diskurs, weil mir der letzte Diskurs zum Zeichen Skorpion und die gewissen Vorurteile, die es so gibt gegen Skorpion, recht Spaß gemacht hat. Gleich noch ein zweiter interessanter Diskurs. Eine Frage, welche mir eine Klientin gestellt hat, nämlich sie hat mich gefragt, ja, wenn ich so die aktuelle Planetenlage nehme, in welchem Haus befinde ich mich denn da gerade? Eine Frage, die so pauschal schwer zu stellen ist, aber ich versuche mal darauf eine Antwort zu geben. Ihr wisst ja, ziemlich sicher, denke ich mal, dass es im Geburtshoroskop 12 Häuser gibt, wie 12 Tortenstücke. Und diese 12 Häuser sind sozusagen Lebensbereiche, in denen sich die planetarischen Konstellationen im Geburtshoroskop verankert haben. Und in diesen Bereichen spielt sich damit das Lebensdrama unserer selbst ab. Und das sind erstmal Bereiche, die fürs ganze Leben gelten. Und es könnte natürlich sein, dass eins dieser Häuser besonders betont ist. Meistens sind es aber mehrere Häuser. Und das Gleiche betrifft nun die aktuelle Situation. Wenn ich mir anschaue, wo stehen denn die Planeten aktuell gerade im Zodiac, das heißt also im Tierkreis rundherum um mich, dann kann es natürlich sein, dass sich verschiedene Planeten gerade in einem Sternzeichen häufen. Zum Beispiel haben wir aktuell 3 Planeten in Skorpion und dass damit ein Haus von mir gerade besonders betont ist. Und da könnte ich dann sozusagen etwas vereinfacht sagen, befinde ich mich gerade besonders im ersten Haus oder besonders im vierten Haus etc. Nun, so wie es aber im Geburtshoroskop fast immer so ist, dass mehrere Häuser gleichzeitig betont sind, so ist es häufig in der aktuellen Lage auch so, dass mehrere Häuser gleichzeitig aktiviert werden, herausgefordert werden, betont werden oder, um in einem Bild zu sprechen, beleuchtet werden. Also stellen wir uns mal vor, es gäbe eine Theaterbühne mit 12 verschiedenen Abschnitten, wo 12 Szenen nebeneinander gespielt werden, dann könnte der Regisseur ganz einfach sagen, ich betone jetzt mal diesen Teil des Bühnenbilds, indem ich ihn mit einem Scheinwerfer beleuchte und die anderen fallen uns dann, weil sie dunkel bleiben, gar nicht so besonders auf. Und nun werden aber in unserer aktuellen astrologischen Lage meistens 3, 4 oder 5 Bereiche gleichzeitig beleuchtet. Und dabei kommt es dann noch darauf an, sind es langsame Planeten, die in diesem Haus stehen, die also teilweise jahrelang durch dieses Haus laufen, oder sind es schnelle Planeten wie Sonne, Mond, Venus, Merkur oder Mars, welche meistens nur Tage, Wochen oder Monate brauchen, bis ein Haus durchschritten ist. Das macht natürlich eine ganz andere Energie. Der Mond läuft ja in knapp 30 Tagen einmal durch alle 12 Häuser. Also steht nur 2,5 Tage ungefähr in einem Haus, manchmal auch ein bisschen länger, weil ein Haus kann auch größer sein als ein Zwölftel. Aber das ist natürlich eine kurzfristige, schnelle Wirkung. Bei der Sonne wird es schon etwas deutlicher spürbar. Die Sonne oder auch Venus und Merkur stehen ungefähr einen Monat in einem Haus. Aber gehen wir mal zu Saturn, dann steht der etwa 2,5 Jahre in einem Haus. Und das ist natürlich eine ganz andere, tiefgründigere, allerdings im Aktuellen nicht ganz so leicht erfassbare oder spürbare Wirkung. Da müssen wir dann auf ein Jahr zurückblicken, auf eine ganze Lebensphase zurückblicken, um zu verstehen,
welche Wirkung wurde jetzt in diesem Haus eigentlich gesetzt. Aber wir sehen natürlich Grundthemen, die hier angestoßen und bei Saturn zum Beispiel abgeprüft werden. Schauen wir uns mal ein Beispielhoroskop an, das auch aktuell in der Politik wieder in die Nachrichten kommt, diese Persönlichkeit, und zwar Donald Trump. Wenn wir uns sein Geburtshoroskop betrachten, schauen wir mal, ob ihr das hier seht. Ich glaube schon. Dann seht ihr, Donald Trump hat in seinem Geburtshoroskop Betonungen des zweiten Hauses, des vierten Hauses und dann der drei gesellschaftlichen Häuser 10, 11 und 12, die vor dem Aszendenten stehen. Die Häuser 10, 11 und 12 haben mit der Öffentlichkeit zu tun und mit deinem Wirken in der Öffentlichkeit. Also da sehen wir viele Planeten bei Donald Trump. Das gehört also tatsächlich zu seiner Schicksalsaufgabe, in der Öffentlichkeit sich zu zeigen und dort Wirkungen zu setzen. Aber auch im zweiten Haus, da sehen wir Neptun, Jupiter und Chiron. Das zweite Haus ist traditionell das Geldhaus, das Haus der eigenen Ressourcen, aber auch das Haus von Wert und Selbstwert. Mit Jupiter, ja, bei Jupiter geht es um viel erzeugen, um viel Entwicklung setzen, also viel Geld verdienen ist mit Jupiter in zwei relativ naheliegend. Aber es gibt hier auch eine Verletzung, Chiron im zweiten Haus. Da sehen wir eine Selbstwertverletzung wahrscheinlich, die dieses manische Geldverdienen wahrscheinlich besonders antreibt und auch noch den mysteriösen Neptun im zweiten Haus. Und ebenfalls noch betont ist das Familienhaus, das vierte Haus mit Lilith und Mond, was uns vielleicht darauf verweist, dass Donald Trump seine Familienangehörigen durchaus auch in sein öffentliches Wirken mit hineinbringt und hier offensichtliche Wirkungen setzt. Also, wir sehen vom Geburtshoroskop, sollte Donald Trump, falls er sich astrologisch interessiert, besonders die Bereiche dieser Häuser 2, 4, 10, 11, 12 anschauen. Wenn die anderen Häuser jetzt gar nicht besetzt sind, heißt das nicht, dass sie gar keine Rolle spielen. Da gibt es dann noch subtilere Wirkungen, auf die ich jetzt hier aber nicht eingehen möchte. Nun, wenn wir die aktuelle Lage uns anschauen bei Donald Trump, also welche Häuser jetzt aktuell von den laufenden Planeten beleuchtet, getriggert, initiiert werden, dann sehen wir einige Häuser, die wir im Geburtshoroskop schon als wichtig erachtet haben, zum Beispiel das zweite Haus, wo es um Wert und Selbstwert geht, ist aktuell bei ihm auch durchaus stark ausgelöst und da gibt es gerade für ihn deutliche Aufgaben zu lösen. Aber auch Häuser, die im Geburtshoroskop jetzt nicht ganz so auffallen, zum Beispiel im Moment ist bei ihm das sechste Haus durch einen Saturn-Transit schon längere Zeit ausgelöst. Saturn bringt Prüfungen mit sich. Die stehen bei ihm jetzt im Bereich des sechsten Hauses aktuell. Sechstes Haus ist sowas wie Alltag oder auch mein berufliches Umfeld. Und der Saturn fordert dich immer auf, Dinge auszumisten, Dinge besser zu strukturieren, Dinge umzugestalten, zu vereinfachen, ist eine Prüfung. Und dass Donald Trumps Arbeitsumfeld, nachdem er nicht mehr Präsident ist, sich deutlich geändert hat, können wir uns vorstellen. Im sechsten Haus geht es auch um das Dienen, wie du mittels deiner beruflichen Ziele dienst für andere. Und auch hier wäre er eben aufgefordert, sich zu hinterfragen, Dinge zu verändern. Ein Saturn-Transit durch ein Haus dauert, wie gesagt, gut 2 Jahre. Also hat dieser Transit eben ungefähr begonnen, nachdem er nicht mehr Präsident war und ist aktuell eine Prüfung für ihn. Wir haben auch jetzt bei den Midterms gesehen, dass er nicht so Erfolg hatte,
wie er wollte, sondern eben seine Strukturen, sein Umfeld vielleicht auch mal hinterfragen und verändern sollte. Ja, diese Häuser, die betont sind, sehen wir erstens durch die Transite, also durch die Übergänge von aktuell laufenden Planeten. Und wenn wir dann noch genauer hinschauen, dann sehen wir, dass die drei Skorpionplaneten, die gerade ziemlich auf der gleichen Stelle in Skorpion stehen, bei Donald Trump im letzten Monat durchs dritte Haus gelaufen sind. Drittes Haus ist Kommunikation. Im letzten Monat hat Donald Trump einen Wahlkampf geführt, der ihn sicherlich eben auch Kraft gekostet hat. Skorpionplaneten haben mit Gefühlen, mit Energien zu tun, auch mit der Aufforderung, in einen Transformationsprozess einzusteigen, deine Schattenseiten anzuschauen. Und jetzt stehen sie kurz vor Beginn des vierten Hauses, also im nächsten Monat wird sich Donald Trump besonders entweder mit seiner Familie beschäftigen müssen, weil diese drei Planeten brauchen eben ungefähr einen Monat, bis sie durchs vierte Haus hier gelaufen sind. Das vierte Haus steht interessanterweise aber auch für das Volk. Also gerade bei einem Politiker symbolisiert das vierte Haus auch die Beziehung zum Volk. Und mit Skorpion ist er hier gewissermaßen in einem Schattenprozess, in einem Prozess, wo er vielleicht merkt, dass er in gewisser Weise so viel Macht gar nicht mehr hat, wie er gern hätte. In Skorpion geht es häufig um Macht oder Ohnmacht. Und dann ist die Seele aufgefordert, sich zu verändern, loszulassen, starke Wandlungsprozesse einzuleiten. Ein Mensch, der sich schwer tut, das zu tun, und das können wir bei Donald Trump eventuell annehmen, dass das nicht gerade seine Stärke ist, der beginnt bei skorpionischen Energien meistens dann zu projizieren und die Schuld auf andere zu schieben, auf irgendwelche Verräter oder dunkle Machenschaften gegen mich und so weiter. Ja, also dieses Haus ist im nächsten Monat bei ihm beleuchtet. Das sechste Haus habe ich schon genannt, weil Saturn da eben noch länger durchläuft. Und da das Haus, das durch Saturn ausgelöst wird, da sehen wir häufig Verzögerungen, Bremswirkungen oder sogar Blockaden. Und das ist, wie gesagt, beruflich relevant, das sechste Haus. Jupiter, ein Transit, der ungefähr ein Jahr durch ein Haus dauert, läuft bei Donald Trump, wenn wir Kochhäuser berechnen, eben jetzt ins achte Haus. Jupiter schildert ja die Frage nach Entwicklungsprozessen. Und das achte Haus ist das Haus des Krisenmodus, das Haus des sich Auseinandersetzens mit seelischen Bindungen, Abhängigkeiten oder Schattenseiten. Das passt genau zu dem, was wir schon vom vierten Haus und den drei Skorpionplaneten gehört haben. Also das ist bei ihm sogar ein längerfristiger Prozess, circa ein Jahr lang, wo er sich mit Fragen beschäftigen sollte, wovon bin ich eigentlich abhängig? Was könnte ich loslassen? Was könnte ich ganz tief und gründlich verändern in meinem Leben? Ein Mensch, der starke Macht in der Öffentlichkeit ausstrahlt, schafft ja durch seine Jüngerschaft, durch seine Fans, durch seine Wähler letztlich auch Abhängigkeiten. Nicht nur sind die Wähler von ihm abhängig, sondern er ja auch von ihnen, von ihrer Unterstützung, von ihrem Zuspruch. Und wenn dieser Zuspruch nicht mehr ganz so stark kommen sollte, dann könnte das einen Menschen natürlich auch in den Krisenmodus bringen. Und damit wird sich Donald Trump im nächsten Jahr deutlich mehr beschäftigen müssen. Und es deutet sich jetzt wohl schon an. Ich habe gesagt, Häuserberechnung nach Koch, das ist diejenige, die ich bevorzuge. Aber wir können die Häuser auch nach der Methode Placidus berechnen. Aber auch da befindet sich Jupiter bei Donald Trump im Moment im achten Haus. Also häufig sind diese beiden Berechnungsmethoden relativ ähnlich. Nicht immer, aber häufig. Wann ich Koch benutze und wann Placidus, da ist hier nicht Raum. Das erkläre ich vielleicht ein andermal.
Was wir noch sehen, was sehr interessant ist, noch ein Haus ist bei Donald Trump betont, nämlich das 10. Haus, das Haus der Öffentlichkeit. Donald Trump ist ja vom Sonnenzeichen her Zwilling und der Mars läuft jetzt ungewöhnlich lange durchs Zeichen Zwilling und steht gerade in Nähe seiner Sonne, aber rückläufig. Und eine Rückläufigkeit heißt, dass die Dinge meistens nicht ganz so vorangehen, wie man es gern hätte, wenn es Sonne um die eigene Wirkung, um die eigene Ausstrahlung, um das geht, wie sehen, sieht mich die Öffentlichkeit. Sonne im 10. Haus will sehr gerne von der Öffentlichkeit gesehen werden. Also auch dieses Haus ist bei ihm betont, und zwar noch bis zum März nächsten Jahres, weil Mars ungewöhnlicherweise 7 Monate im Zeichen Zwilling steht, was eben sehr selten ist, aber was für Donald Trump natürlich ständig dieses Haus 10, das Haus der Öffentlichkeit, in den Fokus bringt und betont. Wenn ihr also wissen wollt, welche Häuser sind bei euch selbst gerade aktiviert, ausgelöst, betont, dann schaut doch das aktuelle Horoskop mal an. Und falls ihr euer Geburtshoroskop zur Hand habt, dann seht ihr ja, in welches Haus fällt gerade zum Beispiel der Saturn in Wassermann. Einfach das Haus, in dem ihr in eurem Geburtshoroskop das Zeichen Wassermann findet. Es können manchmal auch 2 Häuser sein. Dann müsst ihr genau schauen, wo steht Saturn, auf welcher Gradzahl. Eine weitere ganz wichtige Frage, in welchem Haus bin ich gerade, betrifft die Sekundärprogression. Das ist eine symbolische Fortschreitung des Geburtshoroskops. Und da ist das Haus am wichtigsten, in dem der Mond gerade steht. Das wäre bei Donald Trump aktuell das 2. Haus. Und zwar steht der Mond genau auf dem Chiron seines 2. Hauses, und Chiron im 2. Haus drückt häufig eine Selbstwertverletzung aus. Insofern kein Wunder, dass er im Moment nicht ganz so viel Unterstützung wie sonst bekommt und sein Selbstwert damit nicht ganz so aufpoliert wird wie die letzten Jahre. Aber herauszufinden, in welchem Haus der progressive Mond oder die progressive Sonne gerade steht, ist ein bisschen schwieriger. Dazu braucht man ein Astrologieprogramm. Und wer das gerne wissen möchte, der kann mir gerne eine Mail schicken und mich fragen oder sich diese Dinge einfach mal in einer astrologischen Beratung ausführlich schildern lassen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil man dann mehr Klarheit gewinnt, welche Themen sind für mich gerade die wirklich wichtigsten und wo sollte ich besonders hinschauen, mich besonders beschäftigen. Danke für euer Interesse. Ich freue mich, wenn ihr geistig an diesem Diskurs oder auch durch Kommentare mit teilnehmt. Bis bald einmal. Tschüss.